Jetzt kommt der Klopper. Unser Bundespräsident spricht sich dafür aus, im Kampf für die Menschenrechte in anderen Ländern selbstverständlich zur Waffe zu greifen. Und zwar, dass Deutsche in anderen Ländern zur Waffe greifen, wo hier die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. 40.000 Kinder jedes Jahr. Über 40.000 Kinder werden aus Familien gerissen. Das könnten ja dann auch andere bei uns machen. Also Düsseldorf, 5. September 2014. Ihr wart lange nicht mehr vor der Kamera. Nein, Dann waren wir nicht, aber kann man davon ausgehen, dass einiges passiert in ja, der vieles passiert. Zwischenzeit. Zum Beispiel ja. Ich meine, die letzte Aufnahme haben wir gemacht nach einem Umgang. Kann das sein? Das, ja, nein, nein, nein. Die letzte Aufnahme war das vor Gericht Ach, gewesen. vor Gericht, genau. Das Ja. war die letzte Aufnahme. Aber Die jetzt geht es zweite. nochmal um euren Sohn, Daniel. Das haben wir jetzt schon mittlerweile 3 Monate nicht gesehen. Ne? 3 Monate nicht gesehen. Wie Drei. kam das? Wie ist das gekommen? Ja, wegen deiner Vereinbarung, die ich nicht unterschrieben habe, dass er da auf deutsche Sprache sprechen sollte, mit der schon gar nicht in Ohr reinflüstern. Ja, und 5 Minuten sollen wir warten. Ne? Und da soll nur ich unterschreiben. Ne? Und die wollen mich. Moment, 5 Minuten sollt ihr warten. Das heißt, Ja, ihr sollt. wenn er geht. Wenn der Umgang zu Ende Genau. ist, dann geht erst der Junge, wird Genau. abgeholt und ihr sollt 5 Minuten Ja, da bleiben. Und weil. warum glaubt ihr, soll das so gemacht werden? Ja, weil dieser ja, Verfolgungswahn, dass sie beobachtet werden, dass sie hinterher verfolgt Also, werden, angeblich, weißt du, aber das ja, stimmt überhaupt nicht. der Junge ist ja verschleppt worden an einen Ja, unbekannten Ort. genau. Mittlerweile wisst ihr aber, wo er Ja, ist. wir wissen das. Das erzählen wir hier einstweilen noch nicht. Nee, nee, das nicht, ne? Aber bis dato ist es so gewesen, ihr wusstet nicht, wo man ihn hin Nein, verschleppt hat. nein, Und wusste ich nicht. jetzt wollen wir mal die Mutter zu Wort kommen lassen. Was könnte denn der Grund gewesen sein dafür, dass man ihn an einen unbekannten Ort verbracht hat? Also, das könnte sein. Also wegen dieser Vereinbarung, die wir unterschreiben sollten. Ja. Meinst du nicht, es könnte mit dem sexuellen Missbrauch Genau. Ja, zusammenhängen? auch. Also, die Leute haben doch vor irgendwas Angst, ja? Wenn sie das Kind hunderte von Kilometern weit verschleppen Ja. und euch nicht sagen, wo der sich aufhält, ja? Wovor haben die Angst? Vor sexuellem Missbrauch, was wir da gekriegt haben. Oder wo der Misshandlung. Also, die haben Angst davor, dass da mehr drüber herauskommt, über den Genau. sexuellen Ja, Missbrauch, so ist der das. stattgefunden hat, mutmaßlich Ja, in der ja. Obhut des Genau so Jugendamtes. ist das. Ne? Und Ihr hattet seinerzeit das erwähnt, ihr habt um Aufklärung gebeten und wie hat die Behörde Jugendamt darauf reagiert? die haben da gar nicht aufgeklärt, die haben mich sofort angezeigt wegen Beleidigung. Angezeigt wegen Beleidigung, Genau. ja. Jo. Also ihr als sorgende Eltern Genau. wolltet euren Sohn schützen. Ja. Der hatte deutliche Anzeichen, Genau. psychisch, aber auch physisch, das habt Genau. ihr gesehen. Ja. Und ihr habt um Aufklärung gebeten. Und statt hier irgendetwas Verantwortungsvolles zu tun, haben sie euch verklagt wegen Beleidigung. Sie noch Richtig? nicht mal, mich haben sie verklagt. Ja. Mich haben sie verklagt. Ja, okay. Na, und also, das läuft jetzt immer noch, ne? Die Ja, Revision, ne? Und ja. die ist zwar abgelehnt worden, die Revision, aber das läuft immer noch. Und ich Gut. werde. Jetzt geht es darum, den Jungen zurückzubekommen zu Ja, euch. genau. So. Ihr habt doch jetzt ihr seid
in Kenntnis von einem ganz bestimmten Urteil gekommen. Ja. Was war das? Und zwar ein Urteil, dass das ja, der ist auch rechtskräftig, ne? Dass das Kind normalerweise in der Nähe von Eltern bleiben muss. Aha. Nicht weiter verschleppt werden darf, wie Umkreis vor 10, 20 Kilometer. Ja. Ne? Das macht das, ja auch Sinn, damit die Bindung nicht total kaputt geht, denn die ist wichtig, auch für die Entwicklung des Kindes. Euer Sohn hat schon ganz starke Traumatisierungserscheinungen. Ja. Der ist ganz kaputt. Sag ich dir, der ist ganz am Ende ist er. Ja. Na, und er macht doch, wie ich dir gesagt habe, der hat schon komische Andeutungen gemacht hier. Wie versaute Wörter zu erzählen, so richtig obszöne, versaute Wörter hat er gesagt damals immer. Mhm. Das macht er immer noch. Ja. Na, und er will immer seinen Dickkopf durchsetzen, aber meistens setze ich das immer um. Ich war nicht, wie kommt das dazu? Ist der irgendwie aufgehetzt worden? Ja, oder? Und wir haben am Anfang mit den Schularbeiten gemacht, immer. Ne? Ja. Und der hat das auch gerne gemacht gehabt, ne? Mhm, Schularbeiten und alles jetzt. Und in letzter Zeit wollte er nicht machen. Und dann hat er gesagt, ja, Schularbeiten kann ich zu Hause machen. Ja. Ne? Sag ich, ja, in der Einrichtung, aber zu Hause bist du da nicht, habe ich zu ihm gesagt. Ja, ne? Ja. Sag ich, das ist eine Einrichtung, da wo du zurzeit wohnst, aber zu Hause ist bei Mama und Papa. Aber man kann doch beobachten, dass also auch Behördenvertreter, die nicht so direkt mit diesem Fall betroffen sind, das mittlerweile merkwürdig finden. Es wurde da auch mal verhandelt, euch die Fahrtkosten zu bezahlen. Und was hat der Richter da gesagt? Ich war selbst nicht dabei bei der Verhandlung. Also da wurde irgendwie angemahnt, der Umgang stattfinden soll. Der Umgang stattfinden soll, aber auch der Umgang soll in dem Heim stattfinden. Genau. Ja. Und der Junge soll nicht immer kilometerweit zu einer anderen Einrichtung transportiert werden. Ja, aber da, wo der jetzt zurzeit ist, wo der Umgang, da muss der circa 2 Stunden unterwegs sein von diesem Heim. Ja. Also es wurde auch der Vertreter des verantwortlichen Jugendamt ist darauf hingewiesen, dass hier der Steuerzahler doch erheblich belastet wird durch diesen Blödsinn, den sie da machen. Ja, die machen unheimlichen Blödsinn. Ja, ja. Vor allen Dingen jetzt. Aber wir vermuten, gerade weil es ganz offensichtlich blödsinnig ist, was sie da machen, sie haben ihre Gründe und die liegen nicht darin, das Kindeswohl zu schützen, sondern sich selbst. Ja, ja, zu schützen. Sie haben einen Missbrauch, der ziemlich deutlich zu sehen war, nicht aufgeklärt. Nee. Und auch die Tatsache, Zeugen dafür haben. Unter welchen Umständen euch das Kind überhaupt weggenommen wurde, ist ziemlich skandalös. Ja. Angeblich und das soll alles vertuscht werden. Ja, und angeblich wegen nicht erziehungsfähig und förderfähig. Ja. Aber wir könnten das beweisen, weil diese Umgangsbegleiterin damals in Aalen, die hat voll für uns geschrieben, das ist auch Fakt drin, dass wir unseren Sohn Grenzen setzen können. Ja. Na, schließlich habe ich ja auch bis 16. Lebensjahr habe ich ein Kind großgezogen. Ja. Na, von meiner ersten Ehe habe ich auch ein Kind großgezogen schon. Mhm, na, und er ist leider verstorben. Na, nach dem 16. Lebensjahr als Verunglückt mit Moped. Na? Ja, ja. Und die können mir nicht sagen, dass ich nicht erziehungsfähig bin. Also ich bin schon erziehungsfähig und förderfähig. Ne? Ja. Na, so wie Sie auch. Ich meine, ich habe ja schon mal Kind gehabt. Ja, ne? Ja. Wir hatten von dieser Stelle aus auch mal berichtet über einen Übergriff der Polizei. Hat sich die Polizei noch mal bei euch auf unangenehme Weise bemerkbar gemacht? Bis jetzt nicht, noch nicht, aber bis jetzt noch nicht, aber sonst, wenn ich mal alleine bin. Du bist doch mal, dein Auto ist doch mal durchsucht worden. Ja, ja, da haben sie durchsucht gehabt, ja, und sollten meinen Kofferraum aufmachen und ja. Na, und angeblich, angeblich habe ich ja Fahrverbot noch, ne? Ja. Was ich auch schriftlich, dass ich dann da 2.7. Das ist aber erledigt, das wissen wir, ne? Ne, aber Sie wissen das. Aber haben die noch irgendetwas erzählt von Jugendamt oder Schwierigkeiten mit den Behörden? Ja, ja, die haben gesagt, die sind schon mal in Gladbeck aufgefallen bei Jugendamt und so, ne?
Aha. Hat die Polizei gesagt, genau. Das haben die gesagt, ja, ja. Als sie anlässlich genau. einer Verkehrskontrolle ja, dein Auto durchsucht haben. Also die Polizisten, sage ich mal ganz so, meine Vergangenheit war ja nicht rosig, aber meine Vergangenheit hat nicht mit Gegenwart zu tun, jetzt zu tun, ne? Ja. Der hat von mir verlangt, Fahrzeug, also Fahrzeug, Führerschein, Fahrzeugpapiere, Führerschein. Ja. Da sage ich, ja, kein Problem, geben Sie mal, gebe ich Ihnen. Und dann sagt er zu mir, warten Sie mal kurz. Der kam da so rausgeschossen aus dem Auto direkt. Sie wissen doch, Sie dürfen doch kein Auto fahren. Sag ich, warum? Ich habe doch Führerschein. Sie haben doch Fahrverbot. Sag ich, doch, ich habe kein Fahrverbot. Ich habe meinen Führerschein abgegeben, habe schriftlich, dass ich gekriegt habe. Sie sind schon aufgefallen bei Jagdbäcker, Jugendamt und so. Sag ich, das hat andere Sache. Sie haben mich nur zu kontrollieren, sonst gar nichts. Ja, na? Okay. Und dann sollte ich auch meinen Kofferraum aufmachen, das mache ich nicht. Ich mache keinen Kofferraum auf. Sag ich, was gibt denn Grund, dass Sie mich anderen erhalten haben? Ja. Es muss doch irgendwie ein Grund sein, Sie können mich einfach nicht... Nee, eine Routinenkontrolle. Sag ich, dann verlangen Sie von mir, einen Kofferraum aufzumachen? Mhm. Sag ich, es gibt nichts im Kofferraum. Okay, also worauf ich hinaus will, solche Kontrollen können vorkommen, die sind zwar äußerst selten, es stinkt aber ein bisschen, wenn bei jeder Gelegenheit, wo du angehalten wirst, das Wort Jugendamt und Gladbeck und Störenfried und was weiß ich fällt. Genau. Ja, das riecht ein bisschen nach ganz gezielter Schikane. Ich möchte endlich mal mein Leben zurückhaben. Ich möchte endlich vor dieser Leute meine Ruhe haben. Und vor allen Dingen dein Kind zurück. Genau so ist das. Mein Kind. Aber dein Kind ist dein Leben. Ja, auch. Ja. Und da kommt normalerweise mein Wichtig. Wichtiges Leben ist mein Kind, ne? Ne? Ja. Das ist das Wichtigste im Leben. Und die wissen auch, dass sie das lange nicht mehr weiter gut machen geht. Ne? Ja. Vor allen Dingen. Der Skandal wird immer unhaltbarer und immer peinlicher für diesen Rechtsstaat. Vor allen Dingen, was da immer dieser Mensch schreibt vom Jugendamt mit H, ne, HB, ne? Was er schreibt, wir hätten angeblich penetrant hinterhergefahren und also verfolgt, angeblich. Den Fahrer eures Sohnes verfolgt. Ne? Habt ihr aber nicht. Nö. Ja. Was hab ich aber sie behaupten das. Okay. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Das war jetzt mal ein kleines Update. Ja. Wichtig bleibt, also festzuhalten, ihr habt jetzt wieder seit Monaten keinen Kontakt zu eurem Sohn. Ihr wisst überhaupt nicht, wie es dem geht. Ihr macht euch deswegen große Sorgen. Angeblich sagen die, der will das auch selber nicht. Der will selber Das nicht wird also immer behauptet in solchen Fällen. Ja, das die Kinder, die dürfen ja auch nicht sagen, was sie denken. Nee. Das wird ja auch in einem begleiteten Umgang ganz bewusst unterdrückt. Wenn er sagt, was er denkt, dann kommt er wieder in den ISO-Raum für ein paar Stunden. Isolationsfolter, ja. Genau. Okay, das hat er euch schon erzählt, das machen die so. Ja. Gut. Also gerade diese Unterbrechung des Umgangs ist also Anlass, dass wir hier nochmal ein Video zwischenschieben. Mhm. Das haben wir hiermit gemacht. Wir bleiben am Ball und wir schauen mal, wie das weiterläuft. Es sollte ab dem 22.09. einen weiteren Gerichtstermin geben, in dem es um einen geregelten Umgang und Rückerteilung des Sorgerechtes oder Rückführung des Kindes geht. Und da wird es dann interessant und das schauen wir uns dann aus der Nähe an. Ja, ich möchte nur wissen, die sollen mal lieber arbeiten, daran arbeiten, dass sie dann nach Hause kommt. Nein, nicht gegen uns arbeiten. Ja. Weil die haben keine Argumente mehr. Haben sie schon lange nicht mehr. Die versuchen immer und deswegen veröffentlichen wir ja auch. Genau. Vor allen Dingen, ich kenne die alle Mitarbeiter, wo sie noch nicht bei Jugendamt waren, wie sie gelebt haben und alles. Ne? Zum Beispiel mit der HB, wie der früher gelebt hat, wie so eine Gut, also wir schauen, wie es weitergeht, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Niemals. Und das ganze Ding ist mittlerweile derartig absurd, dass die Aussichten vielleicht gar nicht so schlecht sind. Also schauen wir mal. Also zum Schluss werden die Toten erst gezählt, sagt man. Ja, ich hoffe, dass alle überleben.
Ja, die überleben. Auch die Verantwortlichen, denn die sollen irgendwann mal begreifen, was sie hier eigentlich gemacht haben. Ja, was haben. Sie ein Kind angetan haben, ne? Ja. Und die werden irgendwann zur Rechenschaft gezogen. Ich hoffe bald. So. Eins hat er noch vergessen, der gute Sascha. Ja, dass sie ihn versuchen, vom Umgang auszuschließen. Ja, und wie begründen sie das? Weißt du das? Ja, weil... Weil auch die Vaterschaft noch nicht anerkannt worden ist, ja, offiziell. Ja, biologischer Vater, aber kein rechtlicher Vater. Kein rechtlicher Vater. Genau. Erst als er ja vor ungefähr einem Jahr ist, ich bin kein biologischer Vater. Die konnten sich nicht vorstellen, dass ich Vater bin. Ja, also sie versuchen es mit allen Mitteln. Ne? Ja, ja. Aber wir halten durch. Wir halten durch. Vor allem gibt es ein Foto, wo der Daniel so genauso steht, unbewusst wie ich auch. Ne? Ja. Vor allen Dingen sieht der Daniel genauso aus wie ich. Ja, aber die natürlich. Aber nicht alle Macht. Immer hier Machtkämpfe machen. Ja, ja. Na? Hm. Ich soll mal lieber dazu gucken, dass er nach Hause kommt. Okay. Na?